Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. In der Kanalisation gefundene Notiz. Hast du genug von immer gleichen Trott des Geschirrspülens und Wischens? Bist du es leid, an trockenem Brot zu nagen und Kohl zu kochen? Sind deine Rückenschmerzen kaum auszuhalten, weil du jede Nacht auf dem Boden schlafen musst? Dann ändere dein Leben, und zwar noch heute. Werde eine Prinzessin. Schlaf auf einem Berg aus Kissen auf einer winzigen Erbse. Fahre in einer goldenen Kutsche mit stattlichem Kutscher, die dir jederzeit zur Verfügung steht. Und hol dir so viele Schuhe, wie du nur verlieren kannst. Und das alles wie von Zauberhand. Die Firma Perraul und Söhne bietet mit Stolz ihre Dienste als Ehevermittler an. Wir garantieren ein persönliches Treffen mit einem verwunschenen Prinzen, nur diesen Monat zum reduzierten Preis. Perraul und Söhne trägt keine Verantwortung im Falle von sich auch von sich nach besagten Treffen ergebenden Todesfällen oder Gesundheitsschäden. Sehr schön. Shani, pass auf, denk da. Ja. Mehr. Ja, hol doch mal dein Schwert raus. Danke, Geralt. Kann man also nicht blocken, gut zu wissen. So. Über uns scheinen noch Gegner zu sein. Hä, war ja nicht ein Geruch, den wir folgen konnten? Loathen-Relikt? Ah, das könnte interessant sein. Plus 16 Silberschwert. Plus 17 Feuerschaden. 12% Chance auf Verbrennen. Dreimal gestockelt. Das andere hat kritische Trefferchance, Chance auf Taumeln. Und 3% Bonuserfahrung bei Monstern. Es ist fast ein bisschen besser, oder? Das andere Schwert. Also unser momentanes. Und da haben wir halt auch schon drei gute Runen drin. Ich glaube, das lohnt sich nicht, Loathen zu nehmen. Überall tote Ertrunkene. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster toleriert sie. Solange sie nicht zu nahe rangehen, schätze ich. Das Lager muss nahe sein. Verwesende Leichen, überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Ach, du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne. Wenn du das Monster getötet hast. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften. Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. Also in Witcher 1 hat sie mal mitgekämpft. Hat, glaube ich, Feuerbälle geschossen oder so aus dem Rückraum. Oder geheilt, kann auch sein. Thank you.
Wie viel aus der kleinen Flasche rausgeflossen kommt. Schön im Dreck knien und meditieren. Krass. Fette Riesenkröte. Heißt doch einfach nur Kröte. Zieht sogar was ab. Hundertneunundsechzig, ist ja nichts. Oh Gott. Alter, kann das mal einen anderen Angriff als nur rumzuspringen? Wie soll ich denn das platt machen? Alter! Scheiße, ey, das ist ja total nervig. Boah, ey, das springt ja nur rum. Geralt ist kein Fernkämpfer. Wie haben Sie sich das vorgestellt? Es ist unglaublich. Ich habe noch nicht mal ein Drittel geschafft. Oh, habe ich noch irgendwelche Bomben, die Sinn machen? Das ist ja total nerviger Scheiß, ey. Kein schöner Kampf. Giftwolke. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Der scheint ja selber zu vergiften, aber egal. Testen schadet nicht. Ich weiß nicht, ob Blenden was bringt. Okay, hat gar nichts gebracht.
Hat gar nichts gebracht. Ah, doch, hat was gebracht. Geil. Noch irgendwas? Transformation, er will eh nicht transformieren. Magische Fähigkeit hat er glaube ich auch nicht, aber egal. Alter, wir können ihn genau einmal angreifen. Schön. So, was hat man noch? Ja, die wird denke ich nicht springen, die Bombe, aber wir probieren es mal. Habe ich gerade Bolzen verwendet, das hat mega viel abgezogen. Ne, 12 oder was? Ja, okay. Doch nicht mega viel. Vergiftet. Oh, das ist einfach nur ein beschissener, nerviger Scheißkampf. Oh, ey.
Komm on, gleich haben wir sie. Krass, war wirklich jemand verwunschen lässt. Ich habe mir das schon gedacht, dass es so ist, aber während des Kampfes nicht mehr dran gedacht. Bin ich jetzt gefangen genommen worden? Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakbarteul in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Oh, die Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Und wer bist du? Philippe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gwyn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Zebras oder was? Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich dem Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavet Kar! Ualbatar Ge! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Giliam Balar! Karveret Hende! Wärst du schon tot.
Rehav kernerarem karer Ach, ist nicht unser Anna. Dorakaskeins, je alami. Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e Gulat. Was? Elkal! Wild? Wild Alke Ul-e Gulat. Elkal! Inkal aver ikel ulge hegerving olviter. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In 2 Wochen hängst du. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber und sie pumpen sich auf. Hast du gemerkt? Wie diese Fische. Wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei. Ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Kommt mir bekannt vor. Aber ja, wir haben uns in Weißgarten getroffen. Du bist... Gaunter Odim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend. Wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien, weißt du? Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du? Oh, ich kann mehr als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yantra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel. Mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das wird... Mit sowas in der Richtung habe ich schon gerechnet. Also immer erstmal eine krasse Wendung, die es jetzt hier nimmt. Eine sehr krasse Wendung. Ich habe den Sturm nicht bestellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen, wie bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, die der König diesem hier bereiten wird. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen.
Geile Sequenz. Okay. Ich weiß, es ist gemein, aber wir machen jetzt genau hier einen Cut und dann... Oh, geil, mit dem Schwert und Oberkörper frei. Geil, 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 geil. Und auch wie er den Typ da mit diesem Schwert quasi erstochen hat, indem er es ihm einfach in die Brust geschossen hat oder in den Bauch. Ja, wir machen hier einen Cut. Pech gehabt. Ihr geht's jeder an, wie es morgen weitergeht. Tschüss, tschüss.